Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Leute. Ich hoffe, ihr habt gut ausgeschlafen. Schön in der Früh um 6. Ich will euch gar nicht lange aufhalten. Ich möchte in diesem Video kurz wichtige Uhrzeit für den heutigen Tag ankündigen, falls ihr sie noch nicht wisst. Und dann zum Schluss auch ein Gewinnspiel, was den einen oder anderen von euch vielleicht interessiert. Nun aber erstmal zu den Uhrzeiten. Wie viele wissen, kommt ja heute das neue DLC für Destiny 2 heraus. Das Ganze findet abends statt. Und ab ca. 16 Uhr werden die Destiny 2 Server runtergefahren, denn dann finden Wartungsarbeiten statt. Naja, eigentlich nicht Wartungsarbeiten, sondern in dieser Zeit wird dann einfach das neue DLC bereitgestellt, sodass wir das dann um 17 Uhr downloaden können, also einen Preload haben. Und um ca. 19 Uhr soll es dann losgehen sozusagen, also das neue DLC dann richtig zocken. Sprich, wir haben eine Preload-Zeit von 2 Stunden. Jetzt fragt man sich natürlich, wie groß ist das DLC? Soll wohl laut Angaben 6 GB groß sein. Auf der PlayStation braucht ihr den doppelten Speicherplatz. Also etwas mehr Freiheiten bitte. Und natürlich können dann Leute, die eine relativ schnelle Internetleitung haben, das Ganze schnell runtersaugen, wobei dann die halbe Welt gleichzeitig downloaden wird. Das heißt, ihr werdet nicht eure maximale Downloadleistung nutzen können. Aber ja, schnellere Leitung, schnellerer Download. Sollte in 2 Stunden bei 6 GB mit einer 50.000er Leitung aufwärts wirklich machbar sein. Die anderen, na gut Jungs, dann startet ihr einfach ein paar Stunden später oder am nächsten Tag. Das DLC rennt euch ja nicht weg. Ne? Es ist ja eigentlich nur für die YouTuber und Streamer wichtig, immer gleich loszuzocken, damit sie ihre Videos produzieren können. Ich als Normalzocker ohne YouTube, mich würde es gar nicht jucken, ob ich jetzt um 19 Uhr oder 20 Uhr starte. Vollkommen Rille, außer natürlich, wenn alle Freunde das schon vorher zocken, das ist natürlich blöd. Nun aber, das war eigentlich die Infos. Das heißt, der Wochenreset morgen ist ja auch um 19 Uhr, sprich vorher um 10 Uhr wird er, denke ich mal, nicht sein. Das heißt, da braucht ihr euch nicht unbedingt einloggen oder ihr könnt euch mal einloggen und dann mal gucken, wie es aussehen wird. Der Wochenreset sollte dann aber um 19 Uhr sein, also wenn dann das DLC online kommt. So, nun aber zu dem kleinen oder ja, normalen Gewinnspiel, sage ich mal. Ich werde das DLC natürlich live streamen, das heißt, wenn wir uns einloggen, wenn wir die Story spielen und das DLC entdecken. Das Ganze wird auf Twitch stattfinden, der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und ich werde für euch einmal ein DLC verlosen. Das Ganze ist von Mr. Freakshots gesponsert, ist ein Mod von meinem Twitch-Channel. Vielen Dank dafür, auf jeden Fall sehr gütig von ihm. Also, falls ihr euch das DLC noch nicht gekauft habt, habt ihr da auf jeden Fall die Chance, das DLC zu gewinnen. Allerdings gleich eine kurze Warnung an die ganzen Geier, die einfach nur zum Abstauben vorbeikommen. Nix da. Das Ganze wird 300 Veneros kosten, um an der Verlosung teilzunehmen. Das heißt, ihr könnt schon mal vorher einschalten, dann habt ihr vielleicht eine Chance, irgendwo in der Nähe der 300 zu kommen, falls ihr noch nie da wart. Und die Zuschauer, die immer da sind, die sollten eigentlich kein Problem haben, die 300 Veneros zu sammeln und an der Verlosung teilzunehmen. Ansonsten, liebe Leute, war es das auch schon. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir hören uns am Abend. Immer schön einschwingen lassen.